Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face. Junge, ich kann dir nur eins sagen. Da saßen ja welche beim Jaucherprinz. Oder Jauch, Günther Jauch, da saßen ja welche. Ey, im Endeffekt, guck mal, man kann das ja nicht auf alle meinen, man kann nicht sagen, Salafis, nur weil die Moslem sind, die ganzen Moslem sind, das geht nicht. So, es gibt überall faule Eier. Da sind ein paar faule Eier, so, ich finde das auch sehr extrem manchmal, so, entschuldigen darf man sowas nicht. So, wenn faule Eier geht, die müssen sortiert wieder raus und mit fertig. So, und wenn die in diesem Land leben, haben die sich zu benehmen, sich anzupassen, unsere Verfassung unterzuordnen und fertig, ganz einfach. Wo ist das Problem? Wenn ich bei denen im Land hinfahre und mache Urlaub, muss ich auch mich benehmen. Kann ich auch nicht machen, was ich will. Also, muss ich mich auch in die Flogenheit des Landes anpassen, wie das sich gehört, ganz einfach. Mir wird nicht verlangen. So, und die leben hier. Wo ist das Problem? Ist ja kein Problem. So, die können das hier ausleben, die können ihre Religion hier ausleben. Also, da sollen sie auch dementsprechend benehmen, so einfach ist das. Und nicht hier, guck mal, würden die zu Hause selber, wo die herkommen, ja nicht machen, weil das ein ganz anderer Wind wird. Ganz einfach. Also, ey, da müssen wir uns nicht drum unterhalten. Also von daher, weißt du, wie soll man sagen, dafür ist eine Demokratie, so, wir haben eine Verfassung, so, und, weißt du, also, Toleranz, wir sind hier tolerant alles, also, was willst du noch mehr? Das geht nicht. Und wenn da so ein paar faule Eier sind, die meinen, aber man kann da nicht für alle meinen. Das ist einfach so. Es gibt, genau wie, das gibt es in jeder Kultur, gibt gute, böse und schlechte, wie auch immer. Also du meinst, es gibt sowohl die Rechtsextremen auf der einen Seite und die Salafisten, die radikalen Moslems auf der anderen Seite, also es gibt immer extreme Ausschläge. Ja, selbstverständlich, das gibt es auch unter Katholiken. Guck mal, musst du dir mal vorstellen, war doch jetzt berichtet im Fernsehen gewesen. So, und da haben sie Katholiken in der Schweiz wo das gewesen ist. Ja, haben sie, hör mal, der Priester hätte in die Kamera geschlagen, der Vollidiot. Gut, die Kamera, und da waren Katholiken, waren da. Weil die über so einen Fernsehsender haben die mit Nazi-Symbolen so eine Scheiße haben die da gemacht. Was ist das denn? Ja, musst du dir mal vorstellen, wenn Frauen abtreiben und so, das ist so eine Scheiße. Also siehst du, überall gibt es solche Vollidioten. Das sind einfach Vollidioten. So, aber da kannst du nichts machen, das war immer schon so. So, da muss man sich mit arrangieren und fertig. Aber dafür sind nicht alle Katholiken, böse. Oder Scheiße, wie auch immer. Nee, das ist einfach so. Brauchen wir ja nicht drüber reden. Ich denke mir, da darf man nicht so hoch hängen. So, die Leute, die Scheiße machen, die müssen für gerade stehen und dann weg und dann tschüss, ganz einfach. Ja, nicht lange Heizefeiz machen. So ist das. Denke ich mir, dann ist das gut. Deutschland ist ein schönes Land. So, können alle froh sein, dass sie hier sind. Und wir freuen uns auch, dass wir hier sind. So einfach. Ja, schön. Ne, doch, ein Alarmanlage, ist sie gut? Ist sie mit dem Schlüssel hier? Wei. Dach, Herr Doktor. Hi. Ja. Grüße Sie. Ja. Verlieren Sie Geld nicht, ne? Prospekte verteilen. Achso, ja, das ist gut. Messe schön ein bisschen Akquise hin, ne? Ja. Ich habe die ganze Zeit auf das Auto aufgepasst, ne? Ja, das war gut. Ne? Ja. Wollte nämlich eben schon mal einer dran, ne? Ja. Ja, wie? Hallo? Ich habe direkt Bescheid gesagt. Ich bin der neue Parkwächter. Das sieht so aus. Ja, da. Ist die neue Uniform. Das heißt, rot ist erst FC Köln. Rot Wies. Das ist gut. Viel Spaß noch. Ja, ebenso, ne? Schönes Wochenende. Ja.